Hallo, herzlich willkommen bei Lidl. Heute gibt es was Sommerliches. Ich werde eine Gazpacho zubereiten. Das ist eine Tomatensuppe bzw. eine kalte Gemüsesuppe, die nicht gekocht werden muss. Das heißt, ihr braucht dafür wirklich nur einen Pürierstab oder einen Mixer und könnt das alles schön zubereiten. Schmeckt leicht und locker und ich finde, es ist einfach etwas, was man gerne isst, vor allem wenn es draußen warm ist. Und dazu werde ich ein Baguette zubereiten aus meiner Weizenbrotmischung. Hier sind die Zutaten, die sind auch echt überschaubar und gerade die frischen Zutaten kriegt ihr ja immer beim Lidl und natürlich auch alles andere. Aber gerade so die Gemüseabteilung, muss ich sagen, ist echt immer gut. Da bekommt ihr echt ganz, ganz tolle Lebensmittel. Ich zeige euch mal die Zutaten. Ich werde nämlich jetzt erst das Baguette zubereiten. Fürs Baguette verwende ich meine Weizenbrotmischung. Dafür brauche ich noch einen halben Würfel Hefe oder ein Päckchen Trockenhefe, 400 Gramm warmes Wasser. Fürs Gazpacho 400 Gramm reife Tomaten, eine rote Paprika, eine große Salatgurke oder zwei kleine, eine Knoblauchzehe, wenn ihr möchtet, etwas Wasser zum Verdünnen, zum Abschmecken den hellen Balsamico-Essig und Olivenöl und dann noch etwas Zucker, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer. Ja, im Prinzip könnt ihr jetzt das Brot erstmal zubereiten, also die Hefe zerbröseln, Wasser dazu und die Brotvormischung. Und daraus könnt ihr entweder ein großes Brot zubereiten, kleine Brötchen oder Baguette, ganz wie ihr möchtet. Und ihr braucht dafür auch keine Küchenmaschine. Ich knete es nur immer gern darin, damit ich in der Zwischenzeit schon mal was anderes machen kann. Und jetzt einfach für etwa 10 Minuten verkneten. Ich gebe immer auch gerne schon ein bisschen Hitze drauf, dann wird der Teig schon mal warm. So sieht der Teig jetzt aus und ihr seht, der hat eine schöne weiche Konsistenz, klebt aber nicht so sehr an den Händen. So ist er wirklich ideal und ich forme den immer gerne einfach so ein bisschen in der Schüssel zusammen. Bei Brotteigen ist es so, die dürfen auch gerne nach dem Kneten noch ein bisschen kleben. Das ist ganz gut, denn der quillt jetzt erstmal. Das heißt, ich gebe den jetzt da unten rein, lasse den einfach aufgehen bis aufs Doppelte und kann hier oben im Mixaufsatz schon mal die Gazpacho herstellen. Und hier machen es jetzt viele so, dass sie die Tomaten häuten. Ich finde, das muss man jetzt gar nicht machen. Man kann nämlich später das Gazpacho einfach auch durch ein Sieb streichen, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, könnt ihr die Tomaten halt auch gerne entfernen. Das Einzige, was ich entferne, ist hier in der Mitte der grüne Strunk. Ansonsten landet jetzt einfach alles im Mixer. Und damit die Farbe auch schön wird und sich nicht bräunlich verfärbt, werde ich die Gurke jetzt schälen. Obwohl ich sie generell schon gern mitessen würde. Aber wie gesagt, einfach damit die Farbe schön rot bleibt, sollte man kein Grün und kein Rot mischen, ansonsten wird es nämlich braun. Und bei der Paprika am besten hier reindrücken, dann könnt ihr den Boden wegschneiden. Einfach nur den Part hier entfernen, ohne dass ihr eben zu viel Paprika verliert. Nehmt dann einfach diese weiße Haut raus und dann kommt die auch mit in den Mixer. Die Knoblauchzehe mit rein. Wasser aufgießen und durchpürieren. Dann schmecke ich das Ganze mit dem Essig ab, Kreuzkümmel, etwas Zucker, Salz und Pfeffer. Und ganz zum Schluss gebe ich das Olivenöl dazu, damit es jetzt nicht bitter wird. Meine Gazpacho ist fertig und die lasse ich jetzt hier aber kurz stehen. Ich möchte sie jetzt aber noch gerne dekorativ anrichten. Deswegen werde ich jetzt noch so einen kleinen Salat zubereiten aus einer Gurke und Tomaten, bisschen Salz, Pfeffer, Oregano und Olivenöl. Einfach nur als Topping obendrauf, müsst ihr aber nicht machen. Und ich stelle die jetzt gleich in den Kühlschrank und werde mich gleich dann wieder ums Baguette kümmern können, solange. Denn dann kann ich das Baguette formen. Den Ofen heize ich bereits vor auf 240 Grad Heißluft. Ja, und hier die Gurken werde ich jetzt würfeln, die Tomaten einfach nur vierteln und alles vermischen.
Der Teig sieht jetzt so aus, richtig, richtig schön. Und zum Formen nehme ich jetzt einfach ein bisschen Mehl. Braucht ihr auch gar nicht zu viel. Und da muss man jetzt auch gar nicht geschickt sein, denn die Baguette werden jetzt einfach richtig schön geformt. Ohne großen Aufwand. Ich finde, es sieht dann immer so ein bisschen rustikal und mediterran aus. Dann halbiere ich den Teig. Und entweder habt ihr jetzt eine Baguette-Backform, die sieht so aus. Die hat hier einfach diese typische Perforierung und einfach so diese Rundung, sodass das Baguette einfach schön in Form kommt. Oder ihr könnt es auch ganz einfach auf dem Backblech backen mit etwas Backpapier oder mit etwas Mehl drunter. Und das war es jetzt schon. Guckt mal, einfach im Mehl wälzen und ins Blech legen. Das Baguetteblech hatte ich vorher einfach mit Backtrennspray ein bisschen eingefettet und jetzt kommt das Baguette schon direkt in den heißen Backofen bei 240 Grad Heißluft am besten. Wenn ihr habt, könnt ihr gerne noch die Dampfstufe aktivieren. Ich habe Dampfstufe 3, ich habe auch nur 3, also die höchste. Und falls ihr keine Dampfstufe habt, gelingt das Brot trotzdem gut. Mit Dampf hat man einfach den Vorteil, dass die Kruste einfach nochmal richtig schön kross wird und das Innere schön fluffig und luftig und saftig bleibt. Aber wie gesagt, auch ohne Dampfstufe gelingt das Brot perfekt. In 25 Minuten ungefähr ist es gebacken und ich werde jetzt schon mal die Gazpacho anrichten und dann wird gleich alles probiert. Ich richte jetzt hier mal die Tomatensuppe an. Könnt ihr gerne eiskalt genießen oder auch bei Raumtemperatur. Und dann gerne diesen Salat dazu dekorieren. Und gleich ist das Baguette fertig und dann probieren wir. Jetzt ist mein Baguette fertig und ich liebe einfach selbstgemachtes Baguette. Hört euch das mal an. Ist das nicht toll? Boah. Das ist echt lecker. Und meine Gazpacho sieht auch super aus. Und die könnt ihr echt nach Belieben noch würzen. Ihr könnt auch gerne Chili dazu geben. Bisschen mehr Kreuzkümmel, etwas mehr Oregano oder Basilikum. Ganz wie ihr möchtet. Und ich finde, das ist einfach die perfekte Speise, wenn man was essen möchte, was nicht so schwer im Magen liegt. Einfach was Fruchtiges, Leckeres, Gesundes für den Nachmittag oder Abend oder auch mal gerne zur Grillfeier, auch mal gerne als Aperitif zum Beispiel in kleinen Gläschen. Und falls ihr das Rezept zubereitet, dann postet doch gerne ein Foto auf Instagram oder Facebook, damit ich es mir anschauen kann. Markiert mich und Lidl gerne drauf und dann findet ihr das gesamte Rezept auf lidlkochen.de. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!